Viele namhafte Unternehmen im Sendegebiet sind Partner von München TV geworden. Mit ihnen realisieren wir Wirtschaftssendungen, die wir mit Business TV kennzeichnen. Business TV-Sendungen entstehen in inhaltlicher Zusammenarbeit und mit finanzieller Unterstützung durch unsere Businesspartner. Die folgende Sendung ist ein Business TV-Format in Kooperation mit der Lejeune Academy. Liebe Zuschauer, schön, dass Sie Motivation Gesundheit eingeschaltet haben. Ja, wir machen ja eine große Sendung und zwar zum Thema ECOM, Excellence Center of Medicine, mit den Ärzten Dr. Erich Rimbeck, Professor Gollwitzer und Dr. Rauch. Heute ist der Chef da, Dr. Erich Rimbeck. Herr Dr. Rimbeck, wir sind ja schon wieder im OP-Bereich. Sie sind einer der führenden Ärzte auch für das Knie, für Kreuzband etc. Ich habe mal so ein bisschen über Sie gegoogelt. Da heißt es, Sie hätten mehr als 30.000 Operationen schon gemacht. Da haben Sie natürlich eine unglaublich lange Strecke und Erfahrung. Was passiert denn heute? Na, wir sehen heute eine Patientin, die jetzt schon mehrfach eine Kreuzbandoperation hinter sich hatte. Das begegnet uns ja heutzutage immer mehr. Die Patienten lassen sich nach den Kreuzbandoperationen eigentlich so gut wiederherstellen, dass sie alles machen können. Dadurch sind sie natürlich gefährdet, dass sie sich wieder verletzen. Und es gibt halt dann manche Patienten, die uns immer mehr begegnen. Die sind jetzt zum zweiten, zum dritten oder zum vierten Mal. Und eine dieser Patientinnen werden wir erleben. Mehrere Ersatzteile hat sie schon verbraucht. Was heißt das Ersatzteile? Ersatzteile, man kann ja verschiedene Strukturen aus dem Kniegelenk entnehmen oder aus dem Körper entnehmen, um wieder ein neues Kreuzband herzustellen. Zum Beispiel Sehnen aus der Oberschenkelrückseite, Oberschenkelvorderseite oder auch Spenderteile, die man als Kreuzband einsetzt. Wir machen heute etwas, was man Quadrizepssehne nennt. Das ist die Sehne oberhalb der Kniescheibe, die sozusagen als Reserve Transplantatersatz zur Verfügung steht. Das heißt, die Patientin hat jetzt ein völlig unstabiles Bein oder Knie. Genau, ja, die Patientin hat ein instabiles Knie und hat jetzt dadurch natürlich Schmerzen und kann in ihrer sportlichen Leistungsfähigkeit nichts mehr erbringen. Deswegen braucht sie jetzt wieder ein neues Kreuzband. Herr Dr. Rimbeck, Sie sind ja in vielen Sportarten unterwegs. Sie waren über 20 Jahre der Arzt vom TSV 1860. Das heißt, Knie ist für einen Fußballer sowieso das Wichtigste. Dann natürlich Ihre Gattin Christa Kindshofer, Ski. Sie erleben quasi die ganzen unterschiedlichen Sportarten, Eishockey, dann natürlich alle Leute, die extrem Sport machen. Wie wichtig ist denn das Kreuzband für uns Menschen? Ja, es ist das zentrale Band innerhalb des Kniegelenkes. Wenn dieses zentrale Band nicht da ist, dann hat das Kniegelenk in verschiedenen Richtungen zu viel Spiel. Und es gibt Situationen, gerade im Sport, gerade im Leistungssport, wo man bremsen, sich drehen muss, wo man jetzt nicht sich auf sein Knie konzentrieren kann. Da muss das Kreuzband als zentrales, mittleres Element des Kniegelenks stabilisieren. Nur dann ist es möglich, diese Sportarten zu betreiben. Das braucht man natürlich in jeder Sportart, egal ob Fußball, ob Skifahren, ob Handball, Tennis spielen, bei allen Kontaktsportarten. Deswegen ist es so wichtig, dieses Band zu haben. Hat man es nicht, hat man zwei Nachteile. Erstens, das Knie ist instabil, man kann nicht unter Beschleunigung sich drehen. Zweitens, das Kniegelenk hat halt das Risiko, dass es verstärkt abnützt und weitere Folgeschäden kriegt, Meniskusschäden, Knorpelschäden. Arthrose natürlich. Auf dem Weg zur Arthrose. Ja. Deswegen ist es so wichtig, in allen Sportarten und für alle ambitionierten Menschen, die gerne Sport treiben wollen. Wenn jetzt ein normaler, sagen wir mal, ein Sportler kommt, junger Mann, dem ist jetzt das Kreuzband gerissen, dann machen Sie das Gleiche, so Sie holen dann irgendwie eine Sehne raus und flicken das dann? Wie müssen wir uns das vorstellen? Heutzutage gibt es ja viele, viele Ansätze, einen Kreuzbandriss zu behandeln. Da gibt es auch in wenigen Fällen die Möglichkeit, das ohne Operation zu behandeln, wenn das Kreuzband jetzt nicht total abgerissen ist. Und es gibt auch heutzutage Methoden, wie man das Kreuzband erhalten kann. Sprich, man muss jetzt keine neue Sehne einsetzen. Über die modernen Methoden, über die wir in weiteren Sendungen sicher noch sprechen werden, kann man das Kreuzband erhalten. Dadurch geht insgesamt die Rehabilitation schneller. Das Kniegelenk behält wichtige eigene Nervenstränge, die ja im Kreuzband drin sind, das behält. Wenn das nicht möglich ist, das Kreuzband zu erhalten, muss man einen Ersatz für das Kreuzband einsetzen.
Dafür gibt es, wie ich vorher gesagt habe, verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Sehnenersatzmaterialien aus dem Körper. Jetzt zum Beispiel der englische, also der Fußballer Sané, der jetzt in England spielt, der wurde ja auch am Kreuzband, aber das war ja nur eingerissen. Oder war das richtig gerissen? In meinen Augen, ich weiß jetzt auch nichts aus erster Hand, aber in meinen Augen, wenn man sich so einer Operation unterzieht, dann ist es zumindest so, dass das Kreuzband instabil ist. Das ist das Entscheidende. Ob es jetzt zu 100% abreißt oder zu 95%, ist dann nicht so entscheidend. Wichtig ist dann, wenn man das Kniegelenk untersucht und man stellt fest, es ist instabil. Bestimmte Tests, die die Instabilität demonstrieren können, sind positiv. Dann heißt es, man muss jetzt eine Kreuzbandstabilisierungsoperation machen. Jetzt ist natürlich die Reha auch sehr wichtig. Wenn man da zu früh wieder anfängt, ist nicht so gut. Was ist denn so die schnellste Möglichkeit, nach einer Kreuzbandoperation wieder sportlich aktiv zu werden? Also schneller gehen im Allgemeinen die kreuzbanderhaltenden Operationen. Wenn es möglich ist, das Kreuzband zu erhalten, das körpereigene, dann ist meistens die Reha-Zeit etwas kürzer, aber immerhin noch 3 bis 4 Monate. Wenn man das Kreuzband ersetzen muss, dann ist es ja mindestens 6 Monate, wo man sportlich nicht alles machen kann. Das liegt daran, dass das Kreuzband, das man in den Körper wieder einsetzt, muss dann erstmal einwachsen, es müssen wieder Blutgefäße einwachsen, das Kreuzband muss einen Umbau machen und dieser Umbauprozess, der dauert im Allgemeinen 6 Monate, manchmal 8 Monate, je nach Alter, je nach Vorgeschichte. Das ist der Grund, warum nach den Kreuzbandoperationen sportlich so lange Ausfallzeiten immer drohen, weil dieser Einwachsprozess und dieser Umbildungsprozess so lange dauert. Die Patienten könnten sich zwar schneller wieder bewegen, könnten durchaus schneller wieder laufen und Fahrrad fahren, aber wenn man das zu schnell macht, dann hat man halt ein hohes Risiko, dass man zu früh das Kreuzband wieder schädigt und im Einwachsen stört. Jetzt sind wir ja wieder in der Artus-Klinik, das ist ja praktisch Ihre Partnerschaftsklinik, dort operiert ihr immer wieder. Jetzt die Dame, die Sie jetzt dann gleich operieren werden, wie müssen wir uns das vorstellen? Ist das jetzt mit Artroskopie oder wird das ganz geöffnet, das Knie? Nein, das Knie wird nicht ganz geöffnet, das ist ja heutzutage nicht mehr üblich, dass man das Knie öffnet. Man muss nur eine Öffnung machen, um das Ersatzmaterial zu entnehmen. Das heißt, wir werden oberhalb des Kniegelenks einen kleinen Schnitt machen. Der vielleicht 5-6 cm groß ist. Aus dem Bereich nehmen wir dann das Stück Sehne raus, das man dann per Arthroskopie an die Stelle des Kreuzbandes einsetzt. Aber das Kniegelenk selber wird nicht aufgeschnitten. In einem Schritt machen Sie das jetzt, oder? Ja. Genau. Wir dürfen dabei sein. Herzlich willkommen. Dann gehen wir in den OP-Saal. Okay. Wunderbar. Ja, Frau Raschke, Sie... Fast kann man sagen, Sie freuen sich jetzt, dass Ihnen jetzt wieder geholfen wird. Wieso haben Sie so oft diesen Kreuzbandriss gehabt oder warum ist das oft gerissen? Sind Sie so sportlich, wahnsinnig aktiv? Ja, ich war früher, bin Skirennen gefahren und da ist halt einiges passiert und da ist aber nie irgendwie nachgeschaut worden früher. Und wie sind Sie auf den Dr. Rehm weggekommen? Durch Ihre Sendung. Das ist schon mal schön. Ja. Naja, wie gesagt, ich habe einmal gegoogelt über ihn, er hat schon 30.000 solche Operationen gemacht. Also das ist eine feine Sache. Ja. Wie fühlt man sich denn da so kurz vor der OP? Naja, aufgeregt. Aber es ist aber ja jetzt das erste Mal. Ja schon. Also das ist, freue mich jetzt, dass... Das passiert, dass dann vorbei ist. Ja. Genau. Haben Sie Schmerzen noch jetzt momentan? Jetzt nicht, nein. Gar nichts. Okay. Ich bin ja erst operiert worden vor 10 Wochen. Und jetzt? Wir haben etwas gemacht. Wenn man ein Kreuzband wiederholt operiert, dann muss man manchmal diese alten sogenannten Bohrkanäle wieder auffüllen. Das heißt, die Löcher, die im Knochen sind aus den Voroperationen, die stören bei der nächsten Operation. Deswegen muss man diese Löcher mit Knochen auffüllen. Also mit eigenen Knochen? Mit eigenen Knochen und dazu wird aus dem eigenen Beckenkamm werden passgenau Knochenzylinder entnommen und in das Knie eingesetzt, in der Größe dieser alten Bohrkanäle, damit sich dieser Knochen wieder ordentlich auffüllt. Und dann hat man gute Voraussetzungen, dass wenn man ein neues Kreuzband reinsetzt, dass der einfach gut einwächst. Mhm. Das haben wir gemacht vor 10 Wochen. Genau. Und jetzt? Ist super geworden. Ja. Sehr schön. Und Sie wollen natürlich mal wieder Skifahren, oder? Ja, hoffentlich.
Kriegen wir das unser, unser gemeinsames Ziel, dass sie wieder Skifahren kann, werden wir natürlich wieder hinkriegen. Schön. Ist ja schön, wenn alles gut geht. Ist ja schön, wenn auch so ein Arzt so motiviert ist. Weil manche Ärzte sind zwar gut, aber vielleicht nicht so motiviert, wie man sein müsste. Und da ist natürlich auch die Gattin vom Dr. Rehmbeck, die Christa Kinshofer, die sich da auch gut auskennt und hat auch Reha und alles. Also, wir dürfen jetzt dabei sein. Freilich. Und dann, wenn Sie wieder aufwachen, dann ratschen wir weiter. Okay. Ja. Alles Gute. Danke. Danke, Frau Waschke. Bis gleich. Alles klar. Bis gleich. Stellen Sie uns doch mal die hübsche Dame vor. Frau Dr. Schallner, Mitarbeiterin in unserem Hause seit einigen Jahren, erfahrene Chirurgin, bei den schwierigen Sachen immer dabei. Auch, Sie assistieren ja auch immer. Ja, ja. Wird eine wichtige Rolle spielen. Dann? Nakib ist seit mehr als, glaub, 15 Jahren bei uns. Berufsbezeichnung sogenannter OTA, operationstechnischer Assistent. Das heißt, er macht diese ganze Assistenz hier, aber kann auch Tätigkeiten machen, wo man arztähnliche Zubereitungen zum Beispiel vom Transplantat macht. Und Sie kommen aus Afghanistan, oder? Genau. Ah, schön, schön. Wunderbar. Genau, Naki bis seit vielen Jahren hier bei uns. Schwester Annika, auch erfahrene OP-Schwester, hat schon alles mitgemacht. In diesem Falle wird sie uns auch begleiten. Assistieren. Dann hier ist der Anästhesie-Chef. Genau. Anästhesie und Anästhesie-Schwester. Genau. So, Sie müssen sich jetzt in dieser Gruppe werden wir uns jetzt diese Operation. Okay. Ein Großteil der Keime, deswegen ist es auch in der persönlichen Hygiene so wichtig, die Hände zu waschen, weil man allein durch das Händewaschen 3/4 der Hautkeime wegbringt. Und den Rest der Keime wird halt dann durch das sterile Desinfektionsmittel. Ja. Das wird jetzt desinfiziert, Hautdesinfektion. Ja. Damit man weiß, dass das alles gut desinfiziert ist, hat das Mittel eine Farbe, wie man es leicht erkennen kann. Was ist das jetzt für eine Lösung? Ist das Jod oder Jodhaltig? Ja, auf Jodbasis. Ja. Alkohol, Jodhaltig. Ja. Und Herr Dr. Rimbeck, was hat jetzt die Patientin genau? Was ist das Problem? Problem ist, dass die Patientin einen wiederholten Kreuzbandriss hat. Also sie hat sich zum wiederholten Male ihr Kreuzband gerissen. Wir machen eine Ersatzoperation des Kreuzbandes, weil sie bereits mehrere ihrer Ersatzteile verbraucht hat. Durch ihre vorgenannten Operationen entnehmen wir ein Stück aus einer Sehne hier oben, oberhalb der Kniescheibe, sogenannte Quadrizepssehne. Bereiten die zu und setzen die dann per Arthroskopie in das Kniegelenk rein. Logischerweise jetzt in einer OP, ja? Jawohl. Wir fangen jetzt an mit der Entnahme des Sehnenersatzteiles. Dazu braucht man keinen Schnitt oberhalb der Kniescheibe. Bei dem Teil muss man sich ein bisschen konzentrieren, damit man da auch ein gutes Material entnehmen kann. Ja. Weil aus dem wird das neue Kreuzband gemacht. So, wir brauchen jetzt für dieses Ersatzteil eine gewisse Länge. Das messen wir jetzt aus. Siebeneinhalb. Wie lange in etwa muss? Das ist ungefähr 7,5 bis 8 cm. Ah ja. Frau Schallner übernimmt die Sehne. Und die wird jetzt präpariert, oder wie? Die wird jetzt präpariert. Ja. So, okay. Narbe ist voll verschlossen. Weitgehend. Ist noch nicht ganz fertig. Das ist der Zugang für die Kamera, da fließt das Wasser rein, da ist dann auch die Optik drinnen. So sieht die Kamera aus. Da vorne, die Kamera schaut um die Ecke, 30 Grad abgewinkelt. Ah, jetzt geht sie rein, ja. Jetzt geht sie rein. Okay. Jetzt kommen wir in die Gegend vom Kreuzband. Da sieht man jetzt, da sollte eigentlich ein Kreuzband sein. Da, wo das schwarze Loch ist, da sollte ein Kreuzband sein. Da ist nichts. Ja.
So, ich muss mir jetzt die Stelle herrichten, wo das Kreuzband einmal hin muss. Dazu muss ich jetzt, es bilden sich so kleine Knochenwucherungen, die schränken das, die Region ein. Deswegen muss man das jetzt einmal alles abtragen erst. Müssen wir markieren, wo wir das neue Kreuzband hinsetzen. Da gibt es jetzt auch definierte Punkte, wo später unser Bohrkanal hin muss. Das muss auf der einen Seite muss er hierher. Auf der einen Seite muss er hierher und auf der anderen Seite muss er da hinten hin. Mhm. Und dazwischen müssen wir bohren. Also jetzt ist der Raum halt, jetzt ist der Raum hergestellt, jetzt ist genügend Platz, was wir jetzt in der Mitte sieht, das ist das hintere Kreuzband, das ist intakt ist. Und später muss mal gekreuzt dazu, das vordere Kreuzband laufen, von hier hierher. Aha. Jetzt legen wir die Bohrkanäle an. Bitte, kann man es? 8,5. Okay. Es gibt ein sogenanntes Zielgerät. Mhm. Okay, jetzt ist es da durchgebohrt. Wir können jetzt ablesen, wie lang diese Kanäle sind. Wie hat sich denn diese Operationstechnologie in den letzten Jahrzehnten verändert? Die wesentlichen Dinge sind nahezu gleich geblieben. Ja. Es gibt diese Schritte, dass man das durch den Knochen durchziehen muss, oben und unten befestigen muss, das ist im Wesentlichen gleich geblieben. Man weiß halt immer genauer, wo die Punkte genau sind. Es haben sich die Materialien geändert und es haben sich die Fixationsmöglichkeiten geändert. Ja. So, jetzt kommt dieser Draht genau an den Punkt hin, den wir vorher markiert haben. Das ist jetzt der sogenannte Zieldraht. Herr Dr. Rembeck, da ist jetzt noch was drumherum. Okay, das ist jetzt dieses Transplantat, ja. Das jetzt hier eingezogen ist. Das ist quasi das neue Kreuzband. Ja. Das sieht derzeit noch ein bisschen franzig aus, ja. Aber da legt sich innerhalb von 14 Tagen legt sich da eine schöne glatte Haut drüber, sodass das am Ende dann schön einwachsen kann. Ja. Jetzt müssen wir es nur noch auf der anderen Seite festmachen. Das ist eine sogenannte biologische Schraube. Löst sich die dann wieder auf? Die wandelt sich um in Knochen. Ah, unglaublich. Die ist jetzt genauso groß wie der, ein bisschen größer wie der Kanal, den wir ausgemessen haben. Die wird jetzt einfach da reingedreht. Frau Doktor spannt das Ganze an. So, das ist jetzt oben festgemacht mit so einem Plättchen, das sich oben auf die äußeren Knochen drauflegt. Da wird es angespannt und auf der anderen Seite wird es über diese biologische Schraube festgemacht und jetzt muss es nur noch einwachsen. Und wir haben ja gesehen, hier sitzt wirklich jeder Handgriff von Ihnen und vom Team. Also das ist wirklich wunderbar. Ja. Quasi die OP ist jetzt fertig, oder? OP ist fertig. Genau. Dann rein. Sprechen wir anschließend nochmal. Ja. Und dann später dürfen wir die Patientin mal besuchen. Ja, Herr Dr. Rembeck, kann man sagen, da hat jeder Handgriff gesessen. Es war jetzt eine gute Stunde. Und die Patientin hat jetzt wirklich wieder das eigene Kreuzband drin. Und ja, sie hat jetzt einen Kreuzbandersatz, der, wenn es am Ende alles gut eingewachsen ist, genauso arbeitet wie ein Originalkreuzband. Nicht ganz so, aber zumindest zu 90%. Die Kollegin, die Ärztin, die hat es ja richtig präpariert. Wie wichtig ist denn das? Das ist genauso wichtig, weil das muss eben passgenau in diese vorgegebenen Kanäle reinpassen. Es muss mit bestimmten Implantaten, wir haben sie ja gesehen, die verschiedenen Dinge, muss das verbunden werden, so dass das auch wirklich stabil ist. Am Ende ergibt es ja ein Konstrukt, das ungefähr 400 Kilo
aushält, also Zugfestigkeit ungefähr 400 Kilo. So muss das letztendlich sein. Und dann ist das ganze Konstrukt am Ende nur stabil, wenn sowohl das Legen der Kanäle als auch das Armieren dieses Transplantates hundertprozentig gut funktioniert. Jetzt schauen vielleicht junge Mediziner zu, wie wichtig ist da die Hände? Da haben wir ja gesehen, da sitzt ja jede Bewegung bei Ihnen. Ja, es ist eine Lernkurve, die man da mitmacht. Ja. Weil du musst letztendlich ja mit beiden Händen arbeiten. Und mit den Beinen noch mit und den Füßen. Wenn man linke Seite macht, dann arbeitet das rechts links. Und wenn man ein rechtes Knie macht, dann arbeitet man genau umgekehrt. Dann sind alle Handgriffe umgekehrt. Man braucht die Beine dazu, weil man bedient ja einen Fußschalter, mit dem diese motorisierten Instrumente bewegt werden. Und das ist ja letztendlich wie eine dreidimensionale Arbeit, wo du alles gleichzeitig machen musst. Und Sie selbst sind jetzt auch zufrieden, oder? Alles ich bin gut. Zufrieden, es ist alles gut gelaufen, es gab jetzt keine großen Probleme. Locker drauf, also es gab keine großen Probleme. Ja. Wir können das nächste Thema angehen. Jetzt würde ich sagen, jetzt warten wir ein bisschen und dann gehen wir zur Patientin. Okay. Ja, Herr Dr. Rimbeck, diese Kreuzbandoperation ist, also ich bin kein Arzt, aber aus meiner Sicht ist die wirklich optimal verlaufen. Ja, das war ein unkomplizierter Verlauf, so wie wir es geplant haben. Es hat während der Operation keine Überraschungen gegeben, keine neuen Befunde, die wir nicht schon wussten. Und vom Ablauf her war es ungestört und so, wie man sich das halt wünscht. Was ich also so wirklich gespürt habe, Sie haben so eine unglaubliche Ruhe drauf. Also wenn der Patient jetzt wirklich nicht Narkose hätte, der würde sich quasi wohlfühlen, weil Sie machen das so wirklich, da sitzt jeder Handgriff. Das ist natürlich auch diese langjährige Erfahrung. Ja, aber es gibt halt unterschiedliche Arbeitsstile. Mhm. Ich liebe es, wenn man konzentriert arbeitet, wenn man seine Ruhe hat, wenn man Schritt für Schritt vorwärts geht. Und letztendlich muss man schon sehr konzentriert sein, weil es gibt viele Fallstricke, wo irgendwas schieflaufen kann oder viele Unvorhersehbarkeiten. Und Ihr großartiges Team, das ist ja auch wichtig. Da muss man gar nicht viel sprechen, sondern da schaut man sich an. Ja, und, genau, und dann man weiß genau, wie lange braucht der für seine Schritte. Mhm. Und man schaut ab und zu mal rüber, wie im Fußball, was macht dein Mitspieler. Mhm. Und dann siehst du, wie weit ist der. Und dann ergibt es letztendlich einen Ablauf, wo am Ende alles auch von der Zeit her gut ineinander geht. Was kann man denn bei einem Knie heute nicht mehr operieren? Also im Grunde kann man fast alles reparieren, oder? Was kann man nicht mehr? Es gibt natürlich schon jetzt schwere traumatische Zerstörungen, irgendwie Tibiakopfbrüche, Autounfall, ja, wo jetzt natürlich die Knochen massiv geschädigt werden. Da kommt man oftmals dann an die Grenze, wo man sagt, ich bin froh, wenn man das Puzzle an Knochenteilen nochmal richtig zusammensetzen kann. Und manchmal gelingt es nur, die Knochenteile zusammenzusetzen, aber nicht mehr die Knorpelteile. Also da gibt es dann schon noch Grenzen. Ja. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal zur Patientin hoch. Die dürfte ja schon wieder... Ich gehe davon aus, dass wir schon wieder mit ihr reden können. Gut. Hallo Frau Maschke, hallo. Wie geht es Ihnen? Sehr gut. Haben Sie alles gut überstanden? Ja, wunderbar. Gut. Tut irgendwas weh? Nix. Keine Schmerzen. Okay. Gut. Also wir waren ja dabei, Frau Raschke, also wirklich, da waren Sie wirklich in fantastischen Händen und auch das Team. Und wie fühlen Sie sich jetzt? Sehr gut. Schön. Mir geht's gut. Schön, schön. Kann schon wieder heimgehen. Aber Skifahren ist noch nicht so schnell, aber wie wird jetzt der Genesungsprozess laufen, Herr Dr. Rimbeck? Unser Plan war, dass sie jetzt erst einmal für 6 Wochen eine Schiene tragen muss, wo schrittweise die Beweglichkeit freigegeben wird, dass sie 2 bis 3 Wochen mit Krücken gehen muss in dieser Zeit, dass sie dann nach 6 Wochen anfangen darf mit dem Fahrradfahren, dass sie nach ungefähr 10 bis 12 Wochen anfangen darf zu laufen auf einem Laufband oder zum Joggen gehen. In dieser Zeit muss sie aber immer noch ihre Muskulatur auftrainieren. Und dann ist es ja so, dass nach ungefähr 5 Monaten da
geht es dann in die sportartspezifische Training. Das heißt, die Leute, die jetzt Skifahren wollen als Hauptsportart, müssen halt andere Dinge trainieren, als wie die Leute, die jetzt Golf spielen gehen wollen. Ja, da geht es in das sportartspezifische Training. Und nach ungefähr 7 bis 8 Monaten, ich sage, das würde bei ihr ein bisschen länger warten, weil es ja schon die wiederholte Operation an ihrem Kreuzband ist, muss man sicherheitshalber einfach 2 Monate zulegen. Also nach 8 Monaten, denke ich, darf sie wieder alles machen, was sie will. Das heißt, Skifahren nicht in diesem Jahr, aber halt nächstes Jahr wieder. Und wir haben Ihr Kreuzband natürlich auch gefilmt. Und ja, wenn Sie möchten, dann, wenn wir die Sendung, schickt man einmal die Sendung, dann sehen Sie das mal. Ein schönes Kreuzband, ja, haben Sie. Ganz schön. Ja, interessiert mich schon. Also, und haben Sie schon mit Ihrer Familie gesprochen? Ja, und so? Ja, ich habe schon gegriffen. Ja, da sind Sie alle happy, oder? Ja, ja. Und das ist da ein schönes vorweihnachtliches Geschenk, oder? Ja, ja, das ist super. Kann man schon sagen. Also, freu mich schon. Alles Gute. Danke. Genau, und Herr Dr. Rimbeck. Ciao. Sie alles sind Gute. Wirklich ein fantastischer Arzt. Dankeschön, liebe Zuschauer. Das war es schon wieder diesmal aus der Artus-Klinik. Wir haben also wirklich eine fantastische Operation, die wirklich gelungen ist, mitgedreht mit Frau Raschke. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Sendung Motivation Gesundheit. Und bleiben Sie gesund. Viele namhafte Unternehmen im Sendegebiet sind Partner von München TV geworden. Mit ihnen realisieren wir Wirtschaftssendungen, die wir mit Business TV kennzeichnen. Business TV-Sendungen entstehen in inhaltlicher Zusammenarbeit und mit finanzieller Unterstützung durch unsere Businesspartner. Die eben gesehene Sendung ist ein Business TV-Format in Kooperation mit der Lejeune Academy.